Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Ladies and Gentlemen, einen Riesenapplaus für Circles. Ein großartiges Konzert. Ja, ich meine, sie klatschen im ganzen Universum. Also wir sind auf der ganzen Welt zu hören. Ja, das ist erstmal ganz unromantisch. Ich glaube, unser Konzept ist, dass wir von Anfang an kein wirklich großes Konzept hatten. Ich glaube, wir haben vor allem relativ immer geradlinig unsere, ja, das, was uns, glaube ich, zu der Zeit so musikalisch irgendwie inspiriert hat, erstmal sehr ungefiltert auch eingebracht, was meistens dazu geführt, dass wir sehr nah an dem dran waren, was uns inspiriert hat, und versucht haben, uns da wieder so ein bisschen zu zügeln. Das hat sich jetzt, ich weiß nicht, ob du die frühen Sachen mal gehört hast, hat sich jetzt über die letzten 7, 8 Jahre schon sehr verändert mittlerweile. Genau, ich gebe seit 2011, ungefähr. Genau, genau. Und da war es schon eben sehr psychedelisch ausufern, da haben wir noch sehr viel rumexperimentiert, was wir jetzt zwar immer noch tun, aber das, was wir dann quasi als Endprodukt den Leuten auch zumuten, das hat sich schon in den letzten Jahren nochmal so ein bisschen eingeengt. Also ich bin ja so ein alt Spät-68er und so, und für uns war Psychedelik Pink Floyd und sowas, also viel gekippt, viel LSD genommen und so. Wie ist es bei euch mit den natürlichen und psychedelischen Substanzen, die ihr zu euch nehmt, wenn ihr Musik macht? Also wir sind ja 2 Stockwerke tief unter der Erde, im Keller, und ich glaube, der schimmlige Geruch da ist schon relativ psychedelisch. Also diese Wandpilze. Die Wandpilze, ja, also eigentlich. Wie hat Corona euch beeinflusst? Hat euch das total ausgenockt und konntet ihr da überhaupt nicht mehr proben? Und jetzt kommt es langsam wieder, kommt ihr aus dem Keller wieder, habt euren Tourbus gepackt und so und legt wieder los? Oder wie war das für euch? Nee, es ging jetzt kitschig, aber bei uns hat es einen ziemlich gegenteiligen Effekt gehabt, weil wir hatten es immer so ein bisschen mit der Disziplin, also viele Ideen, viele 20-minütige Jams, die aber dann irgendwie zu Songs wurden. Und wir haben uns jetzt während der Pandemie eigentlich so ziemlich zusammengerafft. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt heute auch spielen werden, sind eigentlich so ein Produkt aus dieser Zeit. Okay. Ja, also für uns war es eigentlich zwar auch irgendwie eine tragische, traurige Zeit wie für alle anderen, aber musikalisch eine ziemlich produktive Zeit eigentlich. Für alle, die euch jetzt heute kennenlernen, wie kann man euch erreichen? Ihr seid auf den sozialen Medien, was weiß ich, Instagram, Facebook, überall, WhatsApp, zu Hause. Ja, wir haben auch kein TikTok, aber Instagram sind wir auch mittlerweile unterwegs. Ja, versuchen wir das auch zu pflegen. Facebook war bisher sozusagen unser Dauerbrenner, aber es ist halt auch nicht mehr so richtig, glaube ich, eine gute Art, um viele Leute zu erreichen. Aber genau, da kriegt man ein bisschen was mit. Aktuelles Album, an dem ihr arbeitet oder was ihr gerade rausgebracht habt, wie sieht es damit aus? Ja, wir haben ja auch noch Platten dabei. Es gibt auch ihr könnt hier vorbeikommen in die Portstraße und Merchstand Platten kaufen. Genau, am nicht existenten Merchstand. Ja. Genau, also Album ist jetzt mittlerweile eine Weile her. Wir sind jetzt gerade schon am nächsten Release, aber genau, es gibt noch einige Platten, ein paar sind noch über. Und wenn man sich beeilt. Stimmt, also das heißt, Psychedelik, das geht natürlich dann auch in die Vinyl-Richtung, ne? Also ihr habt Vinyl oder seid ihr... Ja, wir haben Vinyl gemacht. Ja, ist der Hammer. Sag mal, das finde ich ja obergeil. Kann man bestellen über eure Alles Seite. Andere kriegt man ja eh nicht mehr los. Ja, ich weiß. Habt ihr für heute ein spezielles Programm zusammengestellt für dieses Online-Konzert? Oder, das ist, ja, das ist super. Das ist das Vinyl, ihr Lieben da draußen. Also ein spezielles Programm für die Online-Show heute, was ihr spielen werdet. Ja, wir haben versucht, so ein bisschen eben von diesen 2 Schienen, also wir haben jetzt da mittlerweile auch ein bisschen was Fröhlicheres, was ein bisschen mehr nach vorne geht, und dann aber noch so diesen, sag ich mal, etwas dunkleren Touch. Das ist eigentlich so eine ausgewogene Mischung, dass man vielleicht so ein paar Facetten von uns bekommt. Alles klar!